Liebe Zuhörende und liebe Zusehende, herzlich willkommen zum Gottesdienst aus der Bonifatiuskirche. Wir sind verbunden miteinander durch Gott und durch seinen Heiligen Geist. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Herr himmlischer Vater, du hast dich aufgemacht, um uns Menschen nahe zu sein in Jesus Christus. Du hast aus dem Weg geräumt, was uns von dir trennt. Durch den Glauben sind wir fest mit dir verbunden. Lass uns weiter im Glauben und im Vertrauen auf dich wachsen. Amen. Liebe Zuhörende und liebe Zusehende, wir Menschen, wir sehnen uns nach Glück. Was aber ist Glück? Ich meine, Glück hat ganz verschiedene Gestalten. Gerade in der Zeit der Pandemie haben viele Menschen gespürt, um glücklich zu sein, brauche ich das Zusammensein mit Angehörigen und Freunden. Großmütter sagen oft, Glück ist, wenn die Enkel kommen. Als Glück empfinden es viele Menschen, wenn sie sich geliebt und angenommen fühlen. Und wieder für andere ist das höchste Glück, wenn sie andere glücklich machen können. Sie sagen dann, ich freue mich, wenn andere sich freuen. Und wenn ich ihre strahlenden Gesichter sehe, dann macht mich das selber glücklich. Als Glück bezeichnen wir es, wenn einem etwas Besonderes gelingt, etwa ein guter Berufsabschluss. Oder wir sagen, das ist ein Glück, dass er oder sie diese Stelle gefunden hat und auch noch genommen wurde. Glück ist, wenn eine Krankheit rechtzeitig erkannt wird und entsprechend gut behandelt werden kann. Das ist ja ein Glück, dass ich zu dieser oder jener Untersuchung war, sagen wir dann. Zum Glück wurde es erkannt. Was für ein Glück. Und wir sagen, da habe ich noch einmal Glück gehabt, wenn wir einem Unglück entgangen sind. Etwa wenn ein riskanter Überholversuch gerade noch einmal gut ausgegangen ist. Ja, liebe Zusehende und liebe Zuhörende, Glück hat ganz unterschiedliche Facetten. Eins aber scheint klar zu sein, wir alle, wir sehnen uns nach Glück. Doch wie kommen wir zu unserem Glück? Ist jeder seines Glückes Schmied, wie es das Sprichwort sagt? Kann Glück geschmiedet gemacht werden? Wenn man in der Internetsuche das Stichwort Glück eingibt, dann stößt man auf ganz viele Buchvorschläge, Seminarangebote und Kurse. Anleitung zum Glück. Tauch ein ins Glück. Glück ist deine Entscheidung. Offenbar kann man eine Menge tun, um zum eigenen Glück zu finden. In der Bibel findet sich der Begriff Glück auch. Auch vom Glücklichsein wird geredet. Noch wichtiger sind für die Bibel aber die Worte Heil oder Rettung. Ihre Bedeutung ist sehr ähnlich wie das Wort Glück. Nur sind sie heute nicht mehr so in Gebrauch. Für die Menschen der biblischen Zeit waren sie ähnlich wie Glück in Begriff der Sehnsucht. Kann ich mein Heil schmieden, so wie manche versuchen, ihr Glück zu schmieden? Lassen wir es einmal dahingestellt, ob man wirklich sein eigenes Glück schmieden, machen kann. Bei Heil und Rettung geht es auf jeden Fall nicht. Und wir brauchen das auch gar nicht. Denn Heil ist ein Geschenk von Gott. Das kann ich nicht machen. Es ist schon da. Rettung ist schon da. Die Welt ist schon gerettet durch Jesus Christus mit seiner Auferstehung vom Tod. Denn damit hat Jesus alle lebensfeindlichen Mächten im letzten bereits schon besiegt. So schreibt es Paulus im zehnten Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, der wird selig. Gott segne sein Wort an uns allen. Vom Seligwerden, liebe Zuhörende und liebe Zusehende, redet Paulus. Damit meint er das Glück, zu Gott zu gehören. Es sind hier nicht die glücklichen Stunden mit den Enkeln gemeint oder der geglückte Arbeitsstart in einer neuen Stelle. Der Inhalt des Glücks ist, dass Jesus für uns da ist, ganz und gar. So, dass nichts uns von Gott trennen kann, kein Unglück, keine Krankheit, keine Schuld und nicht einmal der Tod. Was haben wir von solchem Glück, werden wir fragen. Was nützt uns das fürs Leben? Ist das nicht zu abstrakt, zu jenseitig, zu weltfremd? Nein, das glaube ich nicht, liebe Zusehende und liebe Zuhörende. Wir haben davon, dass wir von Gott auch in Situationen getragen sind, die sich nicht glücklich anfühlen. Wir haben die Gewissheit, dass er auch dann bei uns ist und dass er uns trägt. Und dann sagt Paulus, wem das gilt. Allen Menschen nämlich, egal zu welcher Nation sie gehören oder in welchen Besitzverhältnissen sie leben. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen etwa. Ich empfinde das als Glück, dass wir einen Gott haben, der uns trägt. Er liebt uns. In ihm sind wir geborgen, in guten und in schlechten Tagen, im Glück und im Leid, im Lachen und im Weinen. Dieses Glück, dieses Heil können wir nicht machen. Davon ist Paulus überzeugt. Wir können uns solches Glück nicht selber schmieden. Wir müssen es auch gar nicht zum Glück. Es ist schon da für uns. In einer Welt, in der es so aussieht, als müsse man sich alle selber erkämpfen und erarbeiten, in einer Welt, in der wir überhäuft werden von Anleitungen zum Glück, Achtsamkeit, Meditation, Coaching, in einer solchen Welt, in der jeder dazu verdammt ist, sein eigenes Glück selber zu schmieden, oder eben unglücklich zu bleiben. In einer solchen Welt sagt Paulus zu uns, lass dir dein Glück schenken. Das einzige, was du tun musst, ist daran glauben, dass Gott es dir tatsächlich schenkt. Und du musst Ja dazu sagen. Und Paulus sagt dann weiter, diese frohe Botschaft ist es wert, dass alle Menschen sie erfahren. Denn sie bringt den Menschen die sich aufreiben und abmühen auf dem Weg zum Glück, eine ungeheure Entlastung. Deshalb sagt diese Botschaft weiter, predigt davon, denn das Vertrauen in Gottes Geschenk kommt aus dem Hören der Predigt. Und bevor eine Predigt gesprochen wird, muss der Prediger selber hören, selber hören, was Gott ihm sagt. Paulus schreibt darum, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Christi. Gottes Heil und das Glück, dass wir zu Gott gehören dürfen, ist uns nahe, ganz nahe, in uns, in unserem Herzen. Wir fühlen das nicht immer. Und manchmal werden wir Umwege im Leben geführt, damit wir dann spüren, Gott ist uns nahe und er ist bei uns. Das ist wie in der Legende vom verborgenen Schatz aus der jüdischen Tradition. Da wird erzählt vom Juden Isaac Jekel, der in Krakau lebte. Isaac Jekel möchte ein neues Bethaus bauen. Im Traum sieht er, wo der Schatz sein könnte, um diesen Bau zu bezahlen. Er macht sich Entsprechend des Traumes auf den Weg nach Prag. Bei einer bestimmten Brücke würde er ihn finden, hatte er geträumt. Die Brücke ist aber streng bewacht, weil sie zum Königsschloss führt. Eisig Jäkel erzählt dem Hauptmann der Wache von seinem Traum. Der lacht und er meint, dass es in Krakau einen Juden mit Namen Eisig Jäkel gibt, unter dessen Ofen ein Schatz liege. Eisig Jekyll geht heim und er findet tatsächlich den Schatz bei sich zu Hause. So nahe, liebe Zuhörende und liebe Zusehende, so nahe ist mitunter das Glück. So nahe oder so weit ist Gott von uns entfernt in unserem Leben. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Für gerettet könnten wir auch sagen, ihr werdet glücklich sein. Das ist nicht das Glück eines Lottogewinns. Es ist das Glück, dass wir zu Gott gehören dürfen, dass nichts uns von Gott trennen kann, dass Gott bei uns ist, und dass er uns begleitet und niemals alleine lässt. Auch in den Momenten und in den Zeiten, in denen wir uns vielleicht nicht glücklich fühlen. Wer weiß, vielleicht sind diese Zeiten und Momente auch Umwege, nach denen wir erkennen, das wahre Glück ist uns bereits von Gott in unser Herz hineingelegt. Amen. Wir beten. Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Lass es nicht untergehen im Lärm dieser Welt. Gib uns offene Ohren und Herzen, dass wir dich vernehmen, deinen Auftrag erkennen und bereit sind, dir zu folgen. Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Dein Wort, das die Welt verändern und retten kann. Gib Menschen, die es weitersagen und weiterleben, dass die Erde voller Zeichen deiner Gegenwart wird. Herr, du hast uns dein Wort gegeben, dass es uns glücklich und reich werden lässt, aus deinem großen Reichtum jeden Tag neu. Du selber bist das Wort, das sich gegeben hat und immer wieder neu gibt. Mach uns bereit, dich aufzunehmen. Wir bitten dich für alle Menschen, dass sie von deiner Rettung und deinem Heil erreicht werden. Wir bitten dich für alle, die in Not sind, für alle, die in Verantwortung stehen für andere Menschen und für diese Erde. Wir befehlen sie dir an. Mach sie ihrer Verantwortung vor dir und den Menschen bewusst. Die Kranken und Verletzten lass wieder gesund werden. Die Einsamen und Verlassenen lass deine Nähe finden. Die Traurigen lass Trost empfangen. Und den Sterbenden gib Geborgenheit in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Zusehende und liebe Zuhörende, ich wünsche euch und ihnen allen von ganzem Herzen einen gesegneten und erholsamen Sonntag und eine behütete Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Yeah.